Russenfront ist eine Gruppe rechtsextremistischer Fußballanhänger, die sich vor über 30 Jahren in der Stadt Dortmund gegründet hat, die sich zusammensetzt in erster Linie aus gewalttätigen Fußballfans, aus Hooligans, Aktivisten, die mittlerweile aber schon in die Jahre gekommen sind. Die Desperados ist eine junge Generation, die sich Ende der 90er Jahre in Dortmund gegründet hat als Ultras-Gruppe. Es gibt eine gehörige Zahl an Rechtsextremisten in ihren Reihen, die mit den übrigen rechtsextremistischen Akteuren in der Stadt Dortmund gemeinsame Sache machen, die gemeinsam Kampfsport trainieren und so weiter. Siegfried Borchert ist eine Ikone der rechtsextremen Szene in Dortmund und darüber hinaus. War Führer der Borussenfront über viele Jahre, selbst gewalttätiger Hooligan gewesen. Inzwischen hat er keine politische Entscheidungsgewalt mehr in der rechtsextremen Szene in Dortmund. Die haben die autonomen Nationalisten. Sie schicken ihn aber vor, weil er ein bekanntes Gesicht ist. Er kandidiert deswegen jetzt auch für die Pseudopartei Die Rechte, für den Stadtrat. Autonome Nationalisten sind unmittelbar anschlussfähig an die Ultraszene. Von ihrem äußeren Erscheinungsbild, von ihrer Ideologie sowieso, von ihrer Gewaltbereitschaft, von ihrer Organisationsstruktur. Sie sind hierarchisch organisiert nach dem Führerprinzip, die Ultras wie die autonomen Nationalisten und ihr ganzer Habitus. Die Entstehung der Ultraszene in Dortmund ging einher mit der Entstehung der Szene der autonomen Nationalisten Anfang der 2000er Jahre. Und da hat man sich einfach gemeinsam entwickeln können. In keiner deutschen Stadt wirkt die Fanszene des Fußballs so stark in die Stadtgesellschaft hinein wie in Dortmund. Auch andersrum, man bedingt sich. Es gibt viele Rechtsextremisten in Dortmund, die überzeugte Fußballfans sind. Aber sie missbrauchen auch den Fußball für ihre Zwecke, weil sie dort große Teile ihres Nachwuchses rekrutieren. Also man geht mit diesen Leuten gemeinsam zum Fußball und wird dann mal angesprochen, ob man nicht an einem Aufmarsch, einer rechtsextremen Demo teilnehmen möchte, ob man nicht an einer Flugblattaktion teilnehmen möchte oder an anderen rechtsextremistischen Aktivitäten, sowie an nächtlichen Überfällen auf politische Gegner und so weiter. Der BVB hat jahrelang ignoriert, dass Rechtsextremisten die eigene Ultraszene unterwandern. Auch deshalb wurde die Stadt zu einer wirklichen Hochburg der autonomen Nationalisten, weil sie eben ihren Nachwuchs aus dem Stadion rekrutiert haben. Inzwischen hat der BVB das erkannt, hat auch erkannt, dass er Fehler gemacht hat. Seit rund anderthalb Jahren setzt er sich aktiv mit den Rechtsextremisten in seinem Umfeld auseinander. Es gibt einen runden Tisch gegen Rechtsextremisten. Rechtsextremisten, die sich als solche zu erkennen geben, bekommen unmittelbar ein Stadionverbot. Das ändert aber nichts daran, dass das Problem nur deshalb so groß werden konnte in Dortmund, in der gesamten Stadt, weil der BVB es jahrelang ignoriert hat. Die meisten Fans, das Gros der Fans bei Borussia Dortmund ist demokratisch eingestellt, ist antirassistisch eingestellt und distanziert sich inzwischen, positioniert sich eindeutig gegen Rechtsextremisten. Den Ultras gelingt das nicht so, diese starke, eindeutige Positionierung. Das machen aber die meisten Fans im Stadion auch erst, seitdem der BVB das Problem offenkundig zugegeben hat, sich aktiv und öffentlich damit auseinandersetzt, weil auch sie, die Rechtsextremisten im Stadion, unter ihnen entweder nicht erkennen konnten, teilweise aber auch nicht erkennen wollten, weil auch sie immer um den Ruf ihres geliebten Vereins einfach bang sind und darum bemüht sind, dass der BVB nicht nach außen als Nazi-Verein dasteht.